Und wir übernehmen jetzt sehr, sehr gern und damit herzlich willkommen zu Brisant. Stellen Sie sich mal vor, Sie schlummern gerade friedlich in Ihrem Bettchen in einem Hotel. Auf einmal werden Sie durch Feuer und Rauch geweckt. Diesen Horror erlebten Gäste und auch Angestellte in einem Luxushotel in Baden-Baden. Mehr als 150 Menschen mussten dann in Sicherheit gebracht werden. Es entstand ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe. Überflutete Straßen und U-Bahn-Schächte und tausende Haushalte ohne Strom. New York versinkt gerade im absoluten Wetterchaos. Diese verheerenden Bilder gleich bei uns. Zunächst bleiben wir in Deutschland. Filmreif war der Überfall am Berliner Kurfürstendamm im Februar. Zu viert überfielen die als Müllmänner verkleideten Räuber einen Geldtransporter. Einer von ihnen ist mutmaßlich ein Mitglied eines bekannten arabischstämmigen Berliner Clans. Die Polizei hatte ihn dann im März festgenommen und heute beginnt der Prozess gegen ihn. Ja, kriminelle Clans sind ein großes Problem in Deutschland. Was versteht man aber eigentlich unter Clan-Kriminalität und was wird in Deutschland dagegen getan? Wir beschäftigen uns auch im Netz damit. Auf brisant.de können Sie gern reinklicken bei uns. So, chaotische Zustände und verheerende Bilder sind das, die uns aus New York erreichen. Hier sehen wir es auch schon, Wassermassen ohne Ende. Es wurde sogar der Notstand ausgerufen. Mindestens 8 Menschen kamen auch ums Leben. New Yorks Bürgermeister spricht von einem historischen Wetterereignis. Ausläufer des Hurrikans Ida haben der Millionenmetropole den stärksten Regen seit Beginn der Aufzeichnungen gebracht. Bitte nicht schon wieder. Ja, das werden sich Bahnreisende gedacht haben und irgendwann vielleicht auch mal, es ist doch mal Schluss, oder? Nein, offenbar nicht, denn der Bahnstreik geht in die dritte Runde, diesmal so lange wie noch nie zuvor im laufenden Tarifkonflikt. Ja, glücklich waren die, die sich noch in einen der überfüllten Züge dann drängen konnten. Die neue Streikrunde der Gewerkschaft Deutscher Lokführer geht also trotz des verbesserten Angebots der Deutschen Bahn weiter. Dagegen geht die Bahn jetzt auch juristisch vor. Doch den vielen, vielen Gestrandeten half das heute eher wenig. Es war ein Akt des Terrors, der bis heute unvergessen bleibt. Die Anschläge auf das World Trade Center in New York. 2001 wurde dieser Mann hier, Mohamedou Slahi, im Zusammenhang mit 9/11 verhaftet und saß dann 14 Jahre im US-Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba. Ja, für ihn eine Zeit, die er mit unmenschlichen Foltermethoden in Verbindung bringt. Jetzt will er seine Vergangenheit auf ungewöhnliche Weise verarbeiten. Ein Journalist begleitete den freigesprochenen Mann über Jahre bei dem Versuch, seine Folterer nämlich zu treffen. Entstanden ist daraus die Doku Slahi und seine Folterer, die hier demnächst im Ersten zu sehen ist. Und dieser Dokumentarfilm läuft dann am 14. September, 22.50 Uhr, hier bei uns im Ersten. Eine Explosion sorgt für große Aufregung und auch Bestürzung in einer kleinen Gemeinde in Bayern. Unsere Kurzmeldungen jetzt. Ja, und es bleibt auch weiterhin tierisch bei uns. Ihre Nase kann so ziemlich alles erschnüffeln, wenn sie darauf trainiert wird. Klar, Spürhunde. Sie finden Drogen und auch Giftköder und nehmen Fährten von vermissten Menschen auf. Ihr Geruchssinn wird also sehr, sehr vielfältig eingesetzt. Und außerdem auch, um das entlaufene, geliebte Haustier auch wiederzufinden. Wir begleiten diese Schnüffelhelden auf ihrer Mission mal jetzt. Wer weiß, und was kann man denn noch alles tun, wenn man sein Tier vermisst? Und gibt es die Schnüffelhelden vielleicht auch in Ihrer Nähe? Schauen Sie mal im Netz gern bei uns vorbei auf brisant.de. Da erfahren Sie mehr dazu. Ja, weltweit fiebern aber Fans dem heutigen Abend entgegen. Ich sage nur so viel, der Countdown, er läuft. Es wird brisant prominent. Gibt es denn eine neue Chance für ABBA vielleicht? Was, wenn es denn wieder heißt, ABBA geht auf Tour? Könnte das passieren tatsächlich? Die Antwort darauf gibt es in genau 69 Minuten. Wir sehen es hier schon. Hier in diesem Livestream soll Großes verkündet werden heute. Und wer weiß, vielleicht hören wir dann wieder Live-Hits, wie diese hier zum Beispiel. Tatsächlich eine Chance. Und wir sehen vielleicht ABBA in etwa so wieder vereint. Ja, schön wäre es doch. Und was für eine, reden wir noch ein bisschen über. Aber mitten in einer Fettparty in Stockholm steht jetzt mein Kollege Christian Blenker. Wir hören schon ein bisschen musikalisch, das ist auch bei Ihnen. Die Fans wollen es also wissen, würde ich mal sagen. Und wir hier in Deutschland natürlich auch. Also, was wird denn nun passieren? In etwa so in einer Stunde, was glauben Sie?
Das klingt sehr, sehr spannend. Jetzt ist die große Frage, warum eigentlich? Ich denke mal, Geldnöte wird es nicht geben. Haben die vier einfach mal wieder Lust, so ein bisschen wieder beieinander zu sein, auf Tour zu gehen? Oder was könnte der Grund sein? So, und es bleibt weiterhin musikalisch bei uns. Die Serie Knight Rider, Baywatch und natürlich der Hit Looking for Freedom. Das alles kommt einem wohl in den Sinn. Wenn man den Namen David Hasselhoff hört, jetzt gibt es neue Musik von ihm. Und die ist deswegen so außergewöhnlich, weil er unter anderem auch Schlager singt. Ja, Sie haben richtig gehört. Der Hoff macht einen auf Schlager und versucht sich auch in Hits wie Verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim. Darüber und über vieles mehr haben wir mit ihm gesprochen. Und jetzt wird bei uns der rote Teppich hier im Studio mal so ein bisschen ausgerollt. Der Star-Auflauf in Venedig, er geht nämlich weiter. Gestern zur Eröffnung kamen so einige Stars. Und in der ersten Verleihung der Goldenen Löwen gab es auch schon. Kultregisseur und Schauspieler Roberto Benigni bekam den Preis für sein Lebenswerk. Und was auffiel, die Sehnsucht nach Träumen, nach großem Kino ist sehr, sehr groß. Und man wurde auch nicht müde, das immer wieder zu betonen. Und Sie kommen morgen wieder, voll auf Ihre Kosten. Punkt 17:15 Uhr. Ich würde mich freuen. Schönen Abend. Ciao.